Wir hatten Sie in der letzten Sendung schon drin. Welchen Status Sie haben in der Keramik, darüber hatten wir schon gesprochen, dass Sie eine der führenden Persönlichkeiten sind oder der führenden Künstler in der Keramikbranche. Aber Sie haben ja auch einen Betrieb und der ist in Marwitz und da sind wir heute. Wir haben uns mal angesehen, wie das Ganze so abläuft. Und bevor wir so zu Einzelheiten kommen, würde ich jetzt gerne von Ihnen wissen, wir zeigen es dann auch im Bild, wie funktioniert es eigentlich, wenn eine Kanne gemacht wird, also eine Kaffeekanne? Die Kaffeekanne wird gegossen in Gipsform, weil es billiger ist, wenn man sowas etwas mechanisiert macht, als wenn man das alles frei modelliert oder auf der Friedrichscheibe dreht. Und der Vorgang ist so, dass ein flüssiger Schlicker, nennen wir das, eine sozusagen eine Tonsuppe in die Form reingegossen wird. Und die ist aus Gips, porös, saugt eine Schicht an aus dieser Suppe. Wenn man weiß aus Erfahrung, wie lange das stehen muss, dass die Schicht so dick ist, wie die Kanne nachher werden soll, dann wird alles wieder ausgegossen. Man braucht also kein Kernstück. Der Topf ist hohl und innen fließt es auch schön wieder glatt aus. Dann bleibt es etwas in der Form drin, bis es etwas geschwunden ist und wird dann ausgenommen. Die Form wird auseinandergenommen. Es ist natürlich unvermeidlich, dass diese Kanne zunächst eine Naht hat, wo die beiden Formen aneinander stoßen. Dann wird diese Naht verputzt mit einem Messer oder irgendwie abgeschabt und dann wird sie mit einem Schwamm noch schön geglättet und ist dann soweit fertig, dass sie erstmal einmal gebrannt werden kann. Ja, dann haben wir gesehen, da waren so zwei Sachen. Einmal waren die Kannen weiß und einmal so braunfarbig. Wieso? Ja, die braune Farbe oder graue, die geht beim Brennen weg. Das sind so organische Substanzen, die wegbrennen, wie Pflanzenteile in ganz feiner Form, die beim Brennen verschwinden. In diesem Falle ist es eben weiß brennender Scherben und das Farbige verschwindet. Aber was ich jetzt meinte mit dem Weißen, hat wohl mehr mit der Glasur dann zu tun. Ja, und dann in unserem Falle wird es weiß mit einer sogenannten Fayence-Glasur. Das ist so zu verstehen wie eine Milchglas, wie ein Milchglas, also deckende Glasur. Und dann wird hineingetaucht in die Glasur und da der Gegenstand noch porös ist, saugt es ganz schnell die Glasur an. Und dann wird es nachher bemalt mit der Fayence-Technik, also in die ungebrannte Glasur hineingemalt. Da muss es sehr leicht und flott gemalt werden. Wieso muss es leicht und flott gemalt werden? Weil eben auf diesem Untergrund man nichts korrigieren kann und so. Es sehr stark saugt, sodass der Strich sofort auf dem Scherben sitzt. Man kann nicht tuschen und viel hin und her malen, weil jeder Pinselstrich zu sehen ist. Bei der Frage Pinselstrich, gleich die Frage, bevor wir zum nächsten Punkt kommen, wie es weitergeht. Die Formen, die da, oder die Figuren, die drauf gemalt werden, sind die von Ihnen festgelegt oder wie funktioniert das? Ja, die sind festgelegt und die Malerinnen haben ein Muster, was sie immer beobachten sollen, damit die immer zusammenpassen nachher wieder und nicht von einem Service mal die Striche eng oder breit sind. Und ohne Schablone oder ohne irgendwelche Vorzeichnungen wird es freihändig nach Augenmaß gemalt. Ach so. Also bleibt immer ein Unikat, jedes Mal. Eigentlich kann man das so sagen. Ne? Gut, gehen wir jetzt in der Arbeit weiter. Es wird also bemalt. Ja, und dann haben wir gesehen, unten sind eine ganze Menge Öfen. Jetzt sind wir schon richtig, jetzt wird es nämlich gebrannt, wenn es bemalt ist. Ja, wird es gebrannt und wir haben da den sogenannten Herdwagenofen gesehen. Das ist ein Wagen, wo die Ware von beiden Seiten eingesetzt wird mit Platten dazwischen und dann in einen Ofen hineingeschoben wird. Da habe ich vorhin so die Bemerkung gemacht, ein heißer Ofen, wie heiß wird es da drin? Das sind ungefähr 1160 Grad, also man könnte auch bis 1200 brennen. Wir brennen ungefähr 1160.
Ah ja. Ganz kurz mal zurück zur Glasur. Macht man die deshalb drauf, weil es dann besser ist zu bemalen, oder weshalb wird die drauf gemacht? Die Glasur, erstmal ist es eine schöne, glatte, blanke Oberfläche und ist dann auch dicht, weil der Schirm ja noch etwas leicht porös ist und durch die Glasur dicht wird. Und dann trägt sie auch sehr schön diese Malerei, die auch dann glänzend wird. Gut, kommen wir mal zurück zum Ofen. Das wird da gebrannt. Das haben wir da gesehen, da gab es noch einen zweiten Ofen, also mehr so ein Mauerwerk, würde ich sagen, aber auch das ist ein Ofen. Ja, das ist der Ofen, der vor allen Dingen für Baukeramik gebraucht wird. Und der ist gerade für diese Backsteine, die für Restaurierung von Backsteingotik gefordert werden, wichtig, weil auch da es sehr gut ist, wenn die offene Flamme, die in diesen Öfen eindringt, an diese Steine kommt, damit die nicht allzu gleichmäßig aussehen, sondern so ein bisschen lebendig wirken. So. Das geschieht durch den Brand im offenen Feuer. Dann kommen wir zum nächsten Punkt. Wir haben eine junge Dame gesehen, die Malerin hatten wir gesehen, aber wir kamen auch zu einer anderen jungen Dame, die hat eine Vase geformt. Ja, und das war aber noch eine, die in der Ausbildung ist. Dazu gleich die Frage, bilden Sie selbst die Leute aus, die bemalen und die Sachen herstellen, oder wie läuft das? Ja, und die ist noch ein Lehrling, wir haben augenblicklich nur einen, die ist sogenannte Töpferlehre, die sie durchmacht. Und die wird hier also angelernt, vor allen Dingen auch von den schon vorher fertigen Töpfern. Und wie Sie das gesehen haben, ist sie noch nicht so perfekt, wie sie mal sein muss. So eine Vase darf nicht so wackeln. Mhm. Und das ist eben natürlich auch ein bisschen Hemmung, wenn da wer zuguckt, aber auch noch etwas Unvermögen. Kommen wir dann zum anderen Standbein der Firma Hedwig Bollmann. Hagen. Bitte? Bollhagen. Bollhagen, ja. Wir kommen auf Bollmann gekommen. Nee, Bollhagen, ist klar. Fritze Bollmann, genau. Tradition, nee. Sie haben noch eine andere Sache, nämlich Baukeramik. Was wird da konkret gemacht? Ja, da machen wir hauptsächlich jetzt Restaurierungssachen. Also für denkmalpflegewürdige Bauten. Formsteine, vor allen Dingen für gotische Bauten, aber natürlich auch für spätere. Und zum Beispiel haben wir zuletzt das Rote Rathaus in Berlin sehr viel bearbeitet, also viele Formsteine mit Ornamenten gemacht. Und wir machen hin und wieder auch moderne Baukeramik, aber da bisher immer sehr viel denkmalpflegerische Sachen. An vielen Sinn haben wir uns darauf sehr spezialisiert. Ja, damit dürften wir eigentlich, was die Firma anbetrifft, schon einmal durch sein. Ja, seht ihr das richtig? Wir haben noch die Pflanzgefäße. Ach so, ja. Wir machen eben große Pflanzkübel, so für Stadtbegrünung und auch in gewissen Parkanlagen, wo so große Pflanzen aufgestellt sind, aber natürlich auch für private Gärten, für Terrassen und Wege werden diese Kübel sehr viel gebraucht. Bevor wir jetzt einige Ausstellungsstücke noch zeigen von Ihnen, erfolgreich, und früher war es so, wir müssen jetzt schon wieder sagen früher, obwohl die Vergangenheit sehr kurz ist, sie liegt gerade mal, ja inzwischen, noch nicht mal ganz anderthalb Jahre zurück, aber früher war es eine Besonderheit, an Sachen von Hedwig Bollhagen ranzukommen. Wie sieht es heute aus? Wir versuchen auch wieder neue Kunden zu bekommen und da haben wir eigentlich ganz guten Erfolg. Die Geschäfte, die wieder bei uns kaufen, die früher nicht kaufen konnten, weil wir alles dem staatlichen Kunsthandel zur Verfügung stellen mussten, sind jetzt schon sehr oft hier und sagen immer, dass sie wirklich gute Erfolge haben und es viele Kunden gibt, die unsere Sachen auch zum Teil weise so etwas zeitlos sind, gerne haben. Und schon von früher viele Dinge haben, die wir ja nun auf Wunsch dieser vielen Kunden wieder aufgenommen haben oder noch ununterbrochen
seit Jahrzehnten machen. Seit Jahrzehnten machen. Sie sind 82. In Ihrem Alter darf man wieder... 83. Ja, Gott, ich wollte gerade sagen, in Ihrem Alter darf man jetzt sagen, aber nee, er sagt mit Stolz gleich 83. Und ich sage es mir jetzt ein bisschen lax, Sie hüpfen immer noch rum. Ist die Begeisterung bei der Keramik so groß? Ja, doch, man kann es dann nicht lassen und hat eben auch ein gewisses Pflichtgefühl und versucht noch nützlich zu sein dabei, nicht in so einem Betrieb. Ja, nur nützlich, dann nur Leidenschaft. Man hat natürlich auch was ein, nicht? Man hat immer noch Sachen vor, die man machen will und das muss auch eigentlich in so einem Betrieb immer weiter gehen, nicht? Da kann ich an irgendwelchen bestimmten Sachen stehen bleiben. Was heißt, Sie haben nur bestimmte Sachen vor? Was haben Sie denn vor? Ach Gott, naja, das kann ich jetzt auch nicht so genau. Nochmal wieder ein Service und dann gewisse Schalen, wo wir eigentlich jetzt nicht so eine große Auswahl haben. Und man geht natürlich auch gerne auf Wünsche von Leuten ein, nicht? Wenn die irgendwelche bestimmten Dinge gerne haben möchten und es würde einigermaßen in unsere Möglichkeiten. Ich meine, wenn Sie unbedingt Gartenzwerge haben wollten, würden wir sie nicht machen. Da gibt es andere Betriebe, die Gartenzwerge machen, ne? Aber irgendwelche Gebrauchsgeräte, die man machen kann, die würden wir schon machen. Ja, wir haben zwar einen Hubschrauber jetzt über uns, aber daran wollen wir uns nicht stören. Sie sind ja inzwischen wirklich eine absolut gefragte Dame. Fernsehen, Rundfunk, diverse Zeitschriften und Tageszeitungen geben sich letztendlich hier irgendwo die Klinke in die Hand, um Sie zu interviewen und irgendwo präsentieren zu dürfen. Fängt Sie es an zu nerven oder finden Sie es angenehm? Ach Gott, das ist einem immer peinlich. Ich weiß, ich frage immer die Interviewer, wie würden Sie denn, wenn Sie so ausgefragt würden, Sie fragen mich ja, wenn ich Sie immer zu fragen würde und Sie würden, wäre Ihnen vielleicht auch peinlich. Oder ich hatte ein Problem, mich fragt ja keiner. Ja, eben, das ist ja gerade. Gut, ich bedanke mich, wünsche Ihnen und Ihrem Betrieb noch viel Erfolg und Ihnen ja, natürlich noch viele, viele Jahre. Dass das in Erfüllung geht. Ja, und dann wollen wir noch ganz zum Schluss erwähnen, dass einmal im Monat mittwochs bei Ihnen verkaufsoffener Tag ist. Ja, da kann jeder von 9 bis 15 Uhr, bis 17 Uhr kommen und aussuchen, was er gerne haben möchte. Und die gegen Bezahlung. Ja, gerade im Hintergrund jeden Mittwoch, der Geschäftsführer muss leider sein. Und es ist eben gut zu erreichen, auch von West-Berlin gerade besonders, weil die Autobahn, die Stadtautobahn Richtung Hamburg, fährt man bis Schulzendorfer Straße und dann über Hennigsdorf nach Marwitz, sind dann nur noch von der Ausfahrt vielleicht 10 Minuten ungefähr. Gut, bedanke ich mich. Ihnen wird kalt inzwischen, ne? Ach nö, jetzt bin ich ja warm angezogen. Wir haben uns aber langsam, wenn man die Sendung geändert hat. Bedanke mich.